Genau, darüber möchten wir weiter sprechen, und zwar mit dem U-Boot-Piloten Philippe Eppelbaum, uns nun zugeschaltet. Denn wir hören immer mehr Experten, vielen Dank erstmal für Ihre Zeit, wir hören immer mehr Experten mit doch wenig Hoffnung, nun aber diese Klopfgeräusche. Was darf man da jetzt tatsächlich hineininterpretieren? Also zu klopfen in einem U-Boot, das in Not ist, das ist ein gängiges Verfahren, das kennt man schon lange. Schallwellen verbreiten sich sehr, sehr gut im Wasser und ist von dem her sicher ein gutes Mittel. Ich bin aber trotzdem erstaunt, dass alle Sender, um das U-Boot zu orten, nicht funktionieren, dass die Kommunikation ausgefallen ist. Also für mich ergeben sich da schon ein paar Fragen. Wenn es bereits geflutet wäre und somit ein kompletter Stromausfall, dann wäre das eine Erklärung, aber das passt ja dann nicht zusammen, dass man eben noch Klopfgeräusche vernimmt. Und wie man es vorher gehört hat, die Zeit wird sehr knapp. Herr Eppelbaum, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da spezielle Instrumente oder spezielle Sender an Bord so eines U-Bootes, um es sicherzustellen, dass man es tatsächlich noch orten kann? Also wir wissen ja jetzt, dass die Küstenwache, dass ein französisches Marineschiff dort im Nordatlantik im Einsatz sind, die so hochsensible Geräte haben, die es eigentlich ja dann auch orten müssten, oder? Ja, das ist richtig. Und auch der Betreiber sollte eigentlich immer wissen, wo sich sein U-Boot befindet. Unser U-Boot ist mit mehreren Sendern ausgestattet. Wir wissen also jederzeit, in welcher Tiefe es sich befindet, in welche Richtung dass es sich bewegt. Das ist eine der vielen Auflagen, die wir haben, um unser U-Boot zu betreiben. Und genau gleich verhält es sich mit der Kommunikation, die auch mehrfach redundant sein sollte. Also falls zum Beispiel der Sprechfunk ausfällt, sollte man noch morsen können oder vielleicht Textnachrichten übermitteln, damit man eben kommunizieren kann. Und sonst haben wir zum Beispiel ein Szenario, dass, wenn die Kommunikation ausfällt, nach einer bestimmten Zeit sowieso aufgetaucht wird. Ist bei solchen Hightech-Geräten überhaupt eine Möglichkeit, dass das einfach nur menschliches Versagen ist, oder ist das wirklich ein technischer Defekt? Wie wichtig ist da überhaupt noch der Kapitän an Bord? Also ich möchte keine Spekulationen machen, aber grundsätzlich, wo Menschen sind, können ja auch Fehler passieren. Trotzdem sollten solche Geräte so abgesichert sein, dass ein Fehler nicht gerade zum Schlimmsten führen sollte. Sie sind ein erfahrener U-Boot-Pilot. Wie muss man sich so eine Situation in so einem U-Boot vorstellen? Also es ist ja beengter Raum. Natürlich, man hat Angst, man ist jetzt irgendwie in einer Notsituation. Kann man sowas überhaupt trainieren? Und vor allen Dingen, wenn man in so eine Situation dann kommt, Sie als verantwortlicher Führer eines solchen Schiffes, sind Sie trainiert, dass Sie die Menschen irgendwie beruhigen, dass Sie versuchen, denen irgendwie ein Gefühl zu geben, ja, wir tun alles, um tatsächlich noch euer Leben zu retten? Also, um U-Boot-Pilot zu sein, ist es so, dass nebst den technischen Kenntnissen auch vom Persönlichkeitsprofil her so sein sollte, dass man eher ein Mensch ist, der ruhig bleibt in jeder Situation, sich einen Überblick verschafft und dann entsprechend reagieren kann. Und aus dieser Ruhe kann man dann auch zu den Gästen sprechen, zu den Passagieren sprechen, ihnen etwas über die Situation erklären, über die Möglichkeiten und sie so ein bisschen auch beschäftigen. Mit, sagen wir mal, Brain Food, ja, sie mit einbeziehen, damit eben nicht Raum frei ist, damit man einfach Panik schieben kann. Und von dem her ist es sehr, sehr wichtig. Wir zum Beispiel haben als Teil der Notausrüstung auch Spiele dabei. Das hört sich jetzt im ersten Moment etwas witzig an, aber es kann je nachdem sehr, sehr wichtig sein, um die Leute einfach abzulenken von der aktuellen Situation. Lassen Sie uns ganz kurz noch auf die Luftthematik blicken, denn das ist ja auch das Zeitfenster, über das wir jetzt sprechen. Bis morgen Mittag soll sie maximal noch anreichen. Man kennt das aber von Tauchen. Anfänger oder Menschen, die Angst haben, verbrauchen viel, viel mehr Sauerstoff. Denken Sie, dass überhaupt so viel Zeit bleibt bis zur Maximalgrenze bis Donnerstagmittag? Sie haben es richtig gesagt, es geht genau um das, dass, wenn man Stress hat, dann steigt der Luftverbrauch extrem stark.
an. Und es geht ja nicht nur um den Luft, also Sauerstoffverbrauch, es geht ja auch um die Reinigung der Luft, die sich im Innern des U-Boots befindet, also das CO2 aus der Luft rauszufiltern. Und auch diese Systeme haben ihre Grenzen, die sind auch nach so und so vielen Stunden aufgebraucht. Es geht da speziell um den Kalk, der diese Funktion übernimmt. Also von dem her kann man nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese verbleibenden Stunden, von denen man jetzt ausgeht, auch tatsächlich noch zur Verfügung stehen. Also auch wenn man sie geortet hat, die Bergung wird sehr, sehr schwierig, weil es gibt in solchen Tiefen keine Standardverfahren. Philippe Applebaum, U-Boot-Pilot, vielen Dank für Ihr Gespräch und diese Einblicke, die Sie uns gegeben haben, wie sich die Situation an einem U-Boot abspielt, wenn man dort dann unterwegs ist und in Not gerät. Dankeschön in die Schweiz. Gerne, alles Gute. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.